Kaltar. Was wollt ihr? Ich bin ganz Ohr. Mag er nicht, mag er nicht, mag er. Okay. Na, der war wohl kaum. Wie? Ja. Nicht schlecht. Gar. Seh. Meine Güte, was soll ich. Seh. Na. Wohl kaum. Gerüchte. Nicht nur hat die Magiergilde die Praxis der Totenbeschwörung in ihren Reihen verboten, sondern sie weigert sich auch, mit Leuten zu tun zu haben, die sie offen praktizieren. Gerüchte, Empfehlung. Oh Mann, viel Glück dabei. Dagael ist die Einzige, die eine schreiben kann. Wenn sie sich heute daran erinnert, wer sie ist, heißt das. Na toll. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Alves Uvenim. Arme Rosentia. Sie ist schon seit Tagen in ihrem Haus gefangen. Wie habt ihr das gewusst? Kurz gesagt, der Gestank hat euch verraten. Ihr müsst da in etwas getreten sein. Nun, sagen wir einfach, in etwas sehr Unangenehmes. Sorgt einfach dafür, dass unser Treffen geheim bleibt. Wenn die anderen Magier davon Wind bekämen, dass ich etwas mit Rosentias neuen Gästen zu tun hatte, ich könnte aus der Gilde ausgeschlossen werden. Und ich nicht, oder wie? Ja? Mag sie nicht, mag sie auch nicht, mag sie, die beiden mag sie. Hab Dank. Ach. Bla bla bla, das ist so langweilig. Das ist nicht schlecht. Erstmal Handel. Wir verkaufen nur vom Besten. Was darf ich euch anbieten? Ein Kinderunuart. Das haben wir auch nur gestohlen. Nehmen wir das mit. Gehen wir auf 70. Dann, ich glaube, ich kaufe erstmal Zutaten. Zutaten sind bestimmt billiger. Und dann können wir die anderen Preise noch ein bisschen runterdrücken. Nein, ich möchte erstmal den Schinken kaufen. Dieses Es ist hier nur ein Lehrling. Wir kriegen sie bestimmt ziemlich weit nach oben. Ihr seid. Sieht ziemlich gut aus, Leute. Hier haben wir noch ein Käserad. Gute Steinpilze. Das ist doch. Schade, okay. Dann kaufen wir jetzt einfach alles andere auf. Ihr seid. Gut. Ein. So. Die hat 800. Ein. Aber ist damit auch leider. Gehört damit leider nicht zu den besten der Stadt. Schade. Es war. Das war. Da. Ihr seid. So, Tränke lasse ich mal. Und hier kaufen wir auch nichts. Okay, Seelensteine hätte ich gerne alle. Da. Einfach so. Es war mir eine Freude, mit euch Handel zu treiben. Ja, das glaube ich dir. Vielen Dank, dass ihr bei mir eingekauft habt. Gerüchte. Der halbe Magierrat trat zurück, als Traven die Position des Erzmagiers übernahm. Leerwin. Der Leerwin-Abschnitt treibt nur so dahin. Dagael ist keine große Mentorin oder Anführerin. Die meiste Zeit ist sie nicht einmal richtig bei sich. Magiergilde. Druja bietet eine große Auswahl von Zaubersprüchen zum Verkauf, falls ihr etwas braucht. Die meisten sind recht einfach, aber ein guter Anfang. Da fällt mir ein, sie hat ja auch Kommen Zaubersprüche. Kommen wir zum Geschäft.
Aber ich glaube, ich brauche da nichts, oder? Oh, Last Linen wäre geil. Aber nein, ich möchte eigentlich nur die Zauber haben. Daedra-Stab. Nach einigen Nachforschungen muss ich wohl leider sagen, dass Rosentia das Unglück hatte, in den Besitz des Stabs der Immerskampe zu geraten. Ein fieser Spaß von Sheogorath, würde ich sagen. Sie kann ihn nur loswerden, wenn jemand ihn freiwillig annimmt. Wegwerfen oder anderweitig abgeben geht nicht. Niemand würde dieses Ding kaufen, nachdem es jetzt in Gang gesetzt ist. Die einzige Chance besteht darin, ihn zu seiner ursprünglichen Ruhestätte zurückzubringen, zur Dunkelgrundhöhle. In der Höhle befindet sich angeblich ein Schrein für Sheogorath. Dort kann der Stab abgelegt werden und die Skampe sollten zurückbleiben. Ich habe auch gehört, dass der Stab seinen Besitzer deutlich langsamer werden lässt als normal. Vermutlich noch eine Methode, wie der Schöpfer dieses Stabs das Ärgernis daran noch größer machen wollte. Bitte überbringt Rosentia sofort diese Informationen und helft ihr, wenn ihr könnt. Ich glaube, dass sie kurz vor dem Nervenzusammenbruch steht, die Ärmste. Tja, wir haben diese Dunkelgrundhülle ja schon entdeckt und auch den Schrein darin. Nach einigen Nachforschungen muss ich... Sie kann ihn nur... Niemand in der Höhle. Ich hab... Bitte über... Jetzt. Weniger Götter aktualisiert. Daedra-Schreine. Ihr meint den Schrein von Nocturnal. Das ist nördlich von Leavin, östlich vom unteren Nieben. Empfehlung. Ihr müsst darüber mit Dagael sprechen. Wo sind hier Galenus? Ich bin froh, dass sie es schließlich schaffte, jemanden hier herüberzubringen. Ich habe alle Informationen über ihre, sagen wir, kleinen Probleme zusammengetragen. Skampe! Oh ja, haltet euch nicht damit auf, einen von ihnen zu töten. Dann kommt der nächste dafür. Es ist endlos. Ein ziemlicher Fluch, wie? Sheogorath hat zweifellos einen makabren Sinn für Humor. Tja. Übermittelt Rosentia meine Grüße. Wenn ich noch etwas tun kann, lasst es mich bitte wissen. Ja, mal sehen. Ich habe gehört, dass die Nordkrieger zusammen mit Ortsschülern aus Kirim gekommen Nichts sind, gerade. Um die Redoran von Morrowind anzugreifen. Noch mehr Kämpfe für die Nord? Das sind traurige Neuigkeiten. Killer. Wiedersehen. Hallo, Schüler. Agatha! Ja? Kann ich euch irgendwie helfen, Schüler? Mal sehen. Bitte? Los schon. Mag sie nicht. Die beiden mag sie. Gut, welch... Das ist... Was für ein Unsinn. Ich... Verzeiht, ich verstehe nicht. What? Gewandte hat sich verbessert. Juhu! In Ordnung. Ich verstehe. Empfehlung. Ah, ja. Ich fürchte, ich kann euch keine Empfehlung geben. Nur Dagael kann es tun. Ihr könnt gerne versuchen, mit ihr zu sprechen. Wenn es nicht gut läuft, kommt zu mir. Okay, Dagael. Sie hat ein so unruhiges Leben geführt. Ich tue einfach alles in meiner Macht, es für sie einfacher zu machen. Leavin. Ich kümmere mich um die anfallende Verwaltungsarbeit. Dagael interessiert das nicht. Ich mache es, weil es erledigt werden muss. Und niemand sonst es machen will. Magiergilde. Ihr könnt euch umhören, aber in irgendeiner unserer verschiedenen Gildenhallen erhaltet ihr auf jeden Fall eine Schulung. Egal, welche Schule der Magie euch interessiert. Totenbeschwörung? Gerüchte. Habt ihr gehört, dass Janfra Zurich in Bruma wieder ein neuer Streich gespielt wurde? Ich verstehe nicht, wieso sie immer wieder darauf reinfällt. Naja. Schönen Tag. Danke. Ihr sucht Weisheit bei mir, Kind? Ah, nein. Ihr sucht Worte. Worte sind schwierig. Sie kommen und gehen. Aber die Stimmen... Sie sind so laut. Sie übertönen die Worte. Ohne mein Amulett, meinen Stein, der die Stimmen aussperrt, werden die Worte niemals kommen und bleiben. Würdet ihr eure Hände hergeben, jemandem zu helfen, um mir zu helfen, die Worte zu finden? Ja. Dann sucht Agatha, Kind.
Sie wird den Weg sehen und ihn euch weisen. Ich muss mich ausruhen. Sicherlich. Gerüchte. Ich weiß nicht, was Erzmagier Travin gegen Totenbeschwörung hat, aber seine erste Amtshandlung nach seiner Übernahme der Magiergilde war, diese Praxis zu verbieten. Magiergilde. Die Gilde braucht euch, Kind. Vielleicht hat sie euch immer gebraucht, immer auf euch gewartet. Lea Wien. Lasst mich eure Hand sehen. Ich sehe die Stadt in der Hand und die Hand in den Sternen. Der Turm wacht über das Tor, aber das Tor hält den Schlüssel. Der König ist der Schlüssel und die Hand wacht über den König. Geheime Universität. Innerhalb ihrer Mauern wohnen alle, die das Schicksal der Gilde entscheiden. Sie ist unsere Festung, unsere Zuflucht. Ihr werdet sie mit der Zeit gut kennenlernen. Ich hab's gesehen. Oh, schön. Agatha. Sie ist vielleicht jung, aber ihr Herz ist alt und weise. Es führt sie gut durch diese unruhigen Zeiten. Lebt wohl. So, wen die Götter ärgern. Alves Uvenim hat den verfluchten Stab als den Stab der Immerskampe erkannt. Die einzige Möglichkeit zu dessen Entledigung sei die willentliche Annahme durch jemand anderen. Schließlich betonte sie, der einzige Weg, den Fluch zu brechen, sei, ihn dahin zu bringen, woher er gekommen sei. In die Dunkelgrundhöhle. Ich sollte Rosentia doch sofort darüber in Kenntnis setzen. Ich muss ein Amulett finden, damit Dagael für mich ein Empfehlungsschreiben an die geheime Universität schickt. Agatha weiß vielleicht mehr. Kind. Ja? Kann ich euch irgendwie helfen, Schüler? Empfehlung. Ich nehme an, ihr habt mit Dagael gesprochen. Dann wisst ihr ja, dass es ihr nicht gut geht. Sie hat Visionen. Mir fällt kein besserer Ausdruck ein. Sie waren früher zwar manchmal hilfreich, sind jetzt aber zu einem Problem geworden. Es gab ein Amulett, ein Familienerbstück, das sie zum Unterdrücken der Visionen trug und das ihr gelegentlich half, sie besser zu verstehen. Sie hat das Amulett verloren und damit auch die Kontrolle. Visionen? Manchmal haben sie ihr gut gedient. Sie hat so einen guten Ruf in der Gilde erworben und war im Rat hoch angesehen. Mit zunehmendem Alter wurden ihre Visionen aber verworrener. Doch statt sich von ihr abzuwenden, hat der Rat ihr diese Stelle hier verschafft. Einige haben etwas gegen sie und wünschten, sie würde verschwinden. Ich nicht. Ich bin stolz, ihr bei ihren täglichen Aufgaben zu helfen. Stein des Seers. Ich bin überrascht, dass sie es mit euch besprochen hat. Sie wollte es vor dem Rest geheim halten. Ich sollte mit ihr darüber reden. Ja, ihr Stein des Seers ist fort. Das war das Einzige, was ihre Visionen im Zaum hielt. Ohne den Stein wird sie von ihnen fast verrückt gemacht. Sie kann nicht funktionieren. Wir haben noch nicht mit den anderen gesprochen, da wir fürchten, sie würden ihre Situation nicht so leicht verstehen. Vielleicht ist es aber an der Zeit. Ich werde mich weiterhin um Dagael kümmern. Könnt ihr mit den anderen Magiern sprechen und herausfinden, ob einer von ihnen den Stein gesehen hat? Machen wir. Lebt wohl. Urkunde der Magiergilde. Geh wieder rein. Hier ist keiner. Aber ich möchte Sachen mitnehmen. Mal sehen, was wir hier Ursprünge der Magiergilde, was wir hier alles finden können. Geld. Grundlagen der Chemie. Hier ist nichts für uns. Was haben wir hier? Das sind die ganzen Leitfäden irgendwie. Und der vierte agonische Bericht. Okay. Billiger Wein nehmen wir mit. Da ist gar nichts drin. Schade. Machen wir wieder zu. Okay, dann sind wir hier fertig. Weiter. Gehen wir da rein.
billiger Wein. Sehr schön. Ich glaube, ich habe die Essenskammer gefunden. Die Vorrätekammer. Ja. Sehr schön. Da ist nichts drin. Da ist doch ein Sack. Leider nichts für uns. Den nehmen wir mit. Bringt viel Geld. Schade, dass wir den Schreibtisch hier nicht öffnen können. Knochen sind da. Zange, Gewichte, Messer und Stößel. Wieder lauter Knochen. Ein rostiger Schlüssel. Toll, dass wir den gefunden haben. Ich habe keine Ahnung, wofür der ist. Aber egal. Was ist los, Schüler? Ach, nichts. Ich sehe mich nur ein bisschen um. Ob es hier nicht vielleicht irgendwelche tollen Sachen für uns gibt. Palaband 2D. Ich glaube, das haben wir nur gestohlen. Ich nehme mal das Original mit. Mehr als sterblich kennen wir gar nicht. Band 8, Zaubereihandbuch. Rückwärtslied. Die Herstellung hat sich verbessert. Die geheimen Energien des menschlichen Körpers geben euch nur langsam ihre Mysterien preis. Ihr seid jetzt Experte der Wiederherstellung und könnt Wiederherstellungszauber der Expertenstufe wirken. Juhu! Cool. Finde ich toll. Mal sehen, ob es hier noch irgendwas Tolles gibt für uns. Mythos oder Bedrohung? Ich glaube, da haben wir auch nur, das haben wir auch nur gestohlen. Halt! Das nehmen wir mit. Flugblatt. Die Herberge zu den drei Schwestern kennen wir schon. Panzer des Pelagius. Der ist irgendwie einfach weggegangen. Einkaufsliste. Ein Trank der Willenskraftswiederherstellung wird durch Erhitzen von Minotaurenhorn und Primeblättern erzeugt. Die daraus resultierende Masse wird mit Mörser und Stößel zerrieben. Was hinzufügen, damit das Ganze trinkbar wird. Das ist irgendwie keine Einkaufsliste.